Steffen, ich hoffe, du hast deine Sonnenbrille dabei. Na, hier soll heute ein Konzert stattfinden. Von einem gewissen Winfried Müller. Wie gehört. Hallo, alles klar. Ja. Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist. Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Am Samstag in der Diskothek ließ ich die Korken knallen. Sie stand da so dabei und wir haben uns unterhalten. Und ich hab sie eingeladen, denn sie hat sich so verhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, viel gelacht und was ausgemacht, haben uns nochmal getroffen und den Nachmittag zusammen verbracht. Wir gingen mal ins Kino, hatten noch ein Rendezvous. Und hast du sie ausgeführt? Ich gehört ja wohl dazu. Klar. Sie ist so allerhand. Aha. Sie hat doch allerhand. Du solltest sie wirklich mal treffen, denn ich find sie sehr charmant. Mensch, ist es die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Oder die da, die mit dem dicken Pulli anmacht? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Es ist die da, die ist die da. Oder die da, ist die da, ist die da. Hey, freitags ist sie wieder. Die da. Hey, freitags ist sie nieder. Herzlichen Glückwunsch, Mann, und toi. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue. Ich selber bin auch froh, denn falls es dich interessiert, mir ist am Wochenende was ganz Ähnliches passiert. Es war Sonntag und ich trinke Tee in einem Café. Als ich dieses schöne Wesen da am Tresen stehen sehe, gesell ich mich dazu und hab einen Tee für sie bestellt. Okay, ich gebe zu, ich hab getan, als hätte ich Geld, doch alles lief wie gespielt. Was mache ich mir Sorgen, denn wir reden und verabreden uns für übermorgen. Ich wollte mit ihr ins Kino gehen, stattdessen waren wir essen, denn sie hatte den Film schon gesehen. Ich hielt ihr angemessen, sie ins Restaurant zu führen, separé mit Kerzenlicht. Hat sie denn die Rechnung bezahlt? Natürlich nicht, doch sie meinte noch zu mir, dass wir jetzt miteinander gehen. Und seitdem warte ich darauf, sie wiederzusehen. Steffen, ist die da? Wer? Die da am Eingang steht? Uh-uh. Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ey, ist die da? Wo? Die mit dem dicken Pulli am Mann? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist die da. Ist die da. Oder die da, ist die da. Hey, freitags ist die Nina. Die da. Hey, freitags ist die Nina. Wer ist sie? Wer ist sie, Steffen? Wer ist sie? Wie heißt sie? Wer ist sie? Sie ist auf jeden Fall wunderschön. Sie ist wunderschön. Tja, Steffen. Tja. Da haben wir beide viel gemeinsam. So. Ab nächsten Wochenende sind wir beide nicht mehr einsam. Dann bist du mit ihr zusammen, denn ich hab mir vorgenommen, möglichst bald mit ihr zusammen zu kommen. Viel Spaß dabei. Doch eins gibt mir zu denken, warum muss ich ihr die ganze Zeit dann nur Geschenke schenken? Wem sagst du das? Ich bin schon wieder blank. Doch dafür hat meine jetzt neue Klamotten im Schrank. Hey, bei mir kam sie letztens mit einem neuen Teil an. Dabei hab ich mich gefragt, wie sie sich das leisten kann. Und ich hab Freitag frei, doch sie ist nicht da. Hey Marius, da steht meine ja. Hey, es ist die da, die da am Eingang steht. Was, die da? Und die ist sich auch bei mir dreht? Was, die da? Und wer ist dieser Mann? Ich glaube, er ist der Grund, warum sie freitags nicht kann. Die da. Genau, die da. Die da. Hey, freitags ist sie nieder. Die da. Genau, die da. Die da. Hey, freitags ist sie nieder. Ja, Steffen. Dann kommen wir halt Samstag wieder. Was? Keine Ahnung. Die da. Hey, freitags ist sie nieder.